Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier bei eurem Krangel. Cry of Fear. Heute etwas länger. Schrei der Angst. Ich muss mich entschuldigen, dass wir letztens... ich muss mich entschuldigen bei euch, aber... Wie gesagt, etwas Hartes blockiert die Tür. Also erstmal sorry, dass das so kurz war. Alter, ich wusste doch, dass jetzt irgendwas kommt. Oh, ein paar Strappe-Philipse. Strappe-Peter. Stirb, Strappe-Peter. Das hat nur so sein können. Alter. Dass du mich wieder hintergehen musst, das war mir klar. Wir waren auch immer gute Freunde. Und dann kommen diese Affen hier rausgerannt. Da liegt was. Etwas Hartes blockiert die Tür. Wir waren, glaube ich, noch gar nicht schwimmen. Warum war das einfach so klar? Strappe, Peter. Schrei der Angst. Strappe, Peter. Cry of Fear. Kannst du mir helfen? Ach ja, klettern kann ich auch noch. Schrei der Angst. Das ist natürlich auch ganz schön. Ach ja, putzig, ne? Ja, Freunde, und damit hallo und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus. Und, ja, was soll ich sagen? Auf der einen Seite bin ich sprachlos, auf der anderen Seite, ja, ist es natürlich auch eine wichtige Ankündigung, die ich heute zu machen habe. Ich habe es mir lang überlegt, ich habe lang drüber nachgedacht. Mittlerweile 100 Abonnenten und ich denke ganz einfach, hör auf damit. Ich habe mir das wirklich nächtelang überlegt, drüber nachgedacht und auch lang drüber nachgegrübelt, wie ich es jetzt auch mache, wie ich es verkünde. Und da dachte ich, Mensch, 100 Abos, da ist das doch mal ein Anlass, das zu verkünden. Ich höre auf. Ne? Ich höre einfach auf, es tut mir leid. Ich höre einfach auf, so zu tun, als könnte ich irgendwelche Videos zusammenschneiden und dann irgendwas Lustiges draus machen. Ich höre auf, ich kann's nicht. Ja, und von daher, Tachchen erstmal nochmal, jetzt ernsthaft von eurem Krangus. Ich höre natürlich nicht auf mit Let's Play. Nein, da drauf, nee. Also, macht mir viel zu viel Spaß, euch zu nerven und deswegen, nee. Ich bin, also am Anfang habe ich nicht gelogen, ich bin ein bisschen sprachlos. 100 Abonnenten ist eine ziemlich hohe Zahl, also... Man muss sich erstmal vor Augen führen, was 100 bedeutet. Für Leute, die irgendwie Animes hochladen oder sonstigen Videokram, Musiker oder sonst was auf YouTube, bedeutet das vielleicht nicht viel. Als Let's Player bedeutet es auch nicht unbedingt viel, 100 Abos, aber es ist schon mal eine Zahl, wo man sagen kann, okay, anscheinend kann das, was du da machst, doch nicht so schlecht sein, weil sonst wäre 100 Menschen, die sich da irgendwie vertippt haben, das wäre dann doch ein Zufall zu viel. Deswegen, ja, ich dachte auch nicht, dass das eigentlich 4 Monate oder so ist. Das jetzt 4-5 Monate 100 Abos, das ist schon, also, ich muss sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Weil man muss sich auch mal den, sag ich mal, den Werdegang für die Intellektuellen, den Werdegang dieses Channels angucken. Das ist einfach... auch wie der entstanden ist, ist ganz komisch und ich kapiere es immer noch nicht so. Eigentlich erst ein Musikchannel, komplett erst nur Musik gemacht. Ich war ja erst auf YouTube als Musiker unterwegs, hatte ich auch so an der 100-Abo-Grenze gekratzt. Und dann dachte ich mir aber irgendwann, weil fast jedes Video dann irgendwie von der GEMA gesperrt wurde oder dann konnte der das Video nicht gucken, weil da irgendein GEMA-Hinweis war,
weil ich ja hauptsächlich Cover gemacht habe von AC/DC oder von sonst wen auf der Gitarre. Aber ja, dann dachte ich mir, okay. Und weil ich dann sowieso auf den allerersten Channel nebenbei ab und zu mal neben dem Musikkram noch Tutorials hatte, dachte ich mir, okay, machst du jetzt deinen Musikchannel platt und machst einen Tutorial-Kanal, so rund ums Creation Kits von Skyrim zum Beispiel, waren viele Tutorials dabei. Dann irgendwelche grundlegenden Sachen, die mit Computern zu tun haben, wie man irgendwelche Viren runterbekommt, wie man dann eigentlich, ja, wie man einen eigenen Installer erstellt und solche Sachen. Und dann hatte ich, das weiß ich noch, weil ich im Skyrim Creation Kit, muss man ja die Mods auch irgendwie ausprobieren. Übrigens, ich glaube, ich lasse hier mal einfach ein Gameplay drüber laufen. Ich weiß noch nicht, welches Spiel, aber ja, vielleicht mache ich auch kein Gameplay, vielleicht was anderes. Aber ich denke mal, werden ein Gameplay drüber packen. Ich habe es nicht unbedingt, außer der kleine Clip am Anfang, der jetzt aber nicht wirklich Bombe ist, habe ich nicht wirklich viel vorbereitet für 100 Abo Special. Tut mir leid, aber es kommen noch genug andere Specials. Das ist dann, wenn ich dann wieder was habe, dann verkaufe ich es halt als 250 Video Special oder was weiß ich. Obwohl wir die 250, glaube ich, schon überschritten haben. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja. Bei den Skyrim Creation Kit Tutorials musste ich öfters natürlich dann, wenn man da irgendwas verändert hat im Spiel, musste man natürlich auch ins Spiel rein. Und das hat mir schon ein bisschen so gefallen, ne? Ein bisschen im Spiel labern. Und da dachte ich mir, Mensch, fragst mal einfach nach, wie die Leute das hier finden würden, wenn du ein Let's Play machst. Fragst du einfach mal nach, so mitten im Tutorial, kann man ja mal machen. Da kamen so die ersten Rückmeldungen, ja, okay, mach mal, gucken wir es an. Schauen wir uns mal an, wie das so ist. Und dann kam auch nach den ersten Let's Play eigentlich so viele Rückmeldungen. Ja, ist doch cool. Machst du gut. Musst vielleicht noch da und da dran arbeiten. Aber ansonsten, wow, kannst du ganz so gut. Also kannst ruhig weitermachen. Wenn du da ein bisschen dran arbeitest, dann ist das gar nicht so schlecht. Und aus dieser Situation ist dann eigentlich Krangus LP entstanden. Die Tutorials sind da mehr oder weniger, weil ich da mehr Bock auf Let's Playen hatte, habe ich mir gedacht, okay, mach mal den Channel nochmal platt und mach einen dritten Channel. Und das war dann letztendlich Krangus LP, auf den hauptsächlich Krangus LP hochgeladen wird, würde ich sagen. Nee, auf den hauptsächlich jetzt Let's Plays hochgeladen werden, aber auch ab und zu mal irgendwelche Tutorials für, ja, ein paar Sachen, die man so wissen könnte. Es ist aber ganz selten, dass ich dann auch Tutorials mache. Ansonsten bin ich ja hauptsächlich jetzt Let's Player. Und das ist eigentlich so die Entstehungsgeschichte von Krangus LP. Ich hatte erst Christopher AKA Ingus war der erste Channel. Dann war CAKA Videos, was sich jetzt im Nachhinein ziemlich bescheiden anhört. Muss ich zugeben. Und dann hatte ich Krangus LP, da hatte ich damals aber auch, da hatte ich den Gedanken, dass ich unbedingt ein Intro brauche für Let's Playen. Das kannst du vielleicht für ein paar Formate machen, dass du für ein paar Formate ein extra Intro hast dann. Aber bei jedem Let's Play, ich wollte das wirklich konsequent durchziehen, bei jedem Let's Play ein Intro davor, wo man, Alter, da wirst du bekloppt im Kopf. Ja, was haben wir denn noch abzuarbeiten sozusagen? Natürlich möchte ich mich auch bedanken, denn ja, es natürlich bin ich als Let's Player nicht nur, also man kommt ja nicht nur durch seine Let's Player Skills voran, man muss natürlich auch ein bisschen schauen, wie man sich verkauft, wo man sich, das hört sich jetzt an wie eine Prostituierte, wenn ich das sage, wo man sich anbietet, aber nee, ja, also allgemein erstmal bei diesem ganzen Let's Player-Promo-Kram, also Let's Promo, Let's Push You und Let's Player-Check und wie sie, ich kann sie jetzt wirklich nicht alle aufzählen, erstmal an alle Let's Player-Bewerter oder wie auch immer, wo ich dran gekommen bin oder allgemein Bewerter, Promotion-Macher, Pusher, wie auch immer, muss ich mich natürlich sehr bedanken, weil das war auch oder ist ein großer Teil, was mich vorangebracht hat. Natürlich bei solchen Sachen, man muss immer schauen, dass der Kanal irgendwie, man muss den Leuten den Kanal förmlich unter die Nase reiben. Man darf jetzt natürlich nicht solche Sachen wie hier jeden Tag eine PN senden und so ein Kram, aber man muss schon schauen auf YouTube, dass man die Leute irgendwie auf sich aufmerksam macht und dazu bedarf es am Anfang wirklich
etwas Hilfe und da ist es immer schön, dass es solche Leute gibt, die das anbieten. Ich mache es ja selber, obwohl ich jetzt, ja, nicht gerade die Übermasse an Abonnenten habe. Aber trotzdem biete ich das auch selber an, dass man sich bei mir vorstellen kann, dass ich ein bisschen den Kanal promote von anderen Leuten. Weil ich denke, auf YouTube ist das immer eine wichtige Sache, dass man, es gibt so viele Leute, das habe ich schon so oft gesagt, es gibt so viele Leute auf YouTube, die irgendwie, ja, die haben was auf dem Kasten, die haben richtig was auf dem Kasten, aber die werden nicht gefunden. Ja, ich habe auch so viele Leute in meiner Subbox, alle Leute, ich meine jetzt außer Gronkh und Sarrazin, die habe ich drin, weil ich sie absolut genial finde. Aber ansonsten so alles, da habe ich noch ein paar Let's Player Promotion drin, aber so die Let's Player, die da drin sind, da könnt ihr euch gleich nicht immer sicher sein, dass das Leute sind, ja, von denen ich wirklich denke, dass sie was auf dem Kasten haben oder dass sie mindestens Potenzial haben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, weil ich würde die sonst nicht in meine Box aufnehmen und ihr merkt, heute ist es ein bisschen ernst, ne? Wo wir gerade mal bei den Dankesreden sind, ja, natürlich möchte ich mich auch bei ein paar von meinen Freunden muss ich mich natürlich auch bedanken. Ich denke, an der Stelle wird jeder wissen, wer gemeint ist. Am Anfang meiner Let's Player-Zeit, ich musste sagen, ey, habe ich so viel Scheiße verbrochen, musst du wirklich sagen, ich habe so viel Scheiße verbrochen. Schon das erste Let's, ich wollte, glaube ich, ziemlich am Anfang mit Minecraft Let's Playen. Und das war eigentlich so ein Reinfall, das war so dämlich von mir. Und, boah, nee, das ist, ich hatte auch als Let's Player so viele dämliche Ideen. Auch das mit dem Intro und so weiter und so fort. Da ist es auch mal wichtig, dass du ein paar Leute hast, die sagen, ey, pass mal auf, willst du mich verarschen? Was war das jetzt wieder für Scheiße? Was hast du denn da jetzt für eine verkackte Aktion gebracht? Das ist doch, ey, Alter, das kannst du doch nicht bringen. Da lacht sich doch die Welt drüber schlapp. Sowas ist auch immer wichtig, dass du ein paar Leute hast, die Ahnung haben und da dementsprechend immer sagen, ey, das war jetzt vielleicht mal nicht so gut, das ist jetzt gut und das, weil man selber schätzt das ja immer, du kannst ja keine subjektive Meinung irgendwie davon haben, von dem, was du selbst machst. Und das ist immer gut, wenn ein paar andere Leute hast und von daher auch nochmal hier, Dankeschön. Ja, was gibt's denn noch eigentlich? Ja, 100 Abos. 100 Abos in knapp 4-5 Monaten. Auch natürlich an meine Abonnenten. Das ist ja der Grund, worüber wir gerade sprechen. Auch an meine Abonnenten natürlich, die mich so lange abonniert haben. Danke, 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 dass ihr meine Stimme immer noch aushalten könnt. Ich persönlich verstehe es nicht. Aber nee, ja, ich bin immer noch drüber erstaunt, dass sich das wirklich jemand anguckt und dass ich damit eigentlich, ich habe so viel Spaß damit, mit den Let's Playen mittlerweile. Und anscheinend macht es ja auch mal anderen Leuten Spaß, das anzugucken. Und ich bedanke mich für, wirklich ernst gemeint jetzt, ich bedanke mich für jede Minute, für jede Sekunde, die ihr auch nur vor meinem Video verbringt. Weil jede Sekunde, ihr könntet in jeder Sekunde, ihr könntet andere Sachen machen. Aber stattdessen sitzt ihr vorm PC und guckt meine Videos, das ist praktisch eure Zeit, die ihr mir schenkt und da muss man natürlich, da muss ich mich bedanken, das ist Hut ab für euch und mehr kann ich da nicht sagen zu, also danke, danke, eigentlich könnte ich das Video nennen, danke, danke und nochmal danke, das ist auch, was können wir da noch, ich kann ein bisschen noch für Let's Player, die das vielleicht jetzt sehen, für neue Let's was kann ich denn da sagen? Was mir auf jeden Fall immer geholfen hat, das, was ich am Anfang gesagt habe, holt euch Kritik, holt euch immer Meinung von anderen Leuten ein. Das ist extrem wichtig, weil man kann selbst vor seinem Video sitzen. Ich bin der Größte, ich kann's, ich bin der Beste und das bringt nichts. Ihr müsst euch da immer eine subjektive Meinung einholen. Am besten auch von Leuten, die da irgendwie Ahnung haben, die sich vielleicht selber in dem Rahmen bewegen oder irgendwie Videos gucken in der Richtung, die da wirklich Ahnung haben, weil, ne, es kann ja auch euch jetzt kaum ein Landwirt was über das Let's Playen erzählen. Ne, jetzt nur so zum Verdeutlichen, ne, ihr wisst, was ich meine. Und auch wenn es sich blöd anhört, guckt euch eure Videos an. Das ist
auch ein Teil, der extrem wichtig geworden ist bei mir. Natürlich sitze ich nicht vor jedem Video angucken. Oh, bin ich cool. Oh, Junge, Junge, bist heute wieder cool. Nee, du musst einfach mal, man muss sich die Videos angucken, wenigstens wenn es nur ein paar Minuten ist, um mal irgendwie herauszugucken, okay, was finde ich jetzt selber scheiße, was kann ich da noch verbessern? Das sind so meine Tipps, die ich da mitgeben kann. Und ansonsten, ja, ich kann mich wirklich nur bedanken. 100 Abos, ich hätte nie gedacht, dass ich das irgendwie... Ihr merkt, ich bin irgendwie noch geflasht. Ich bin noch weg vom Fenster. Das ist ziemlich selten, dass ich mal sprachlos bin. Aber wirklich, danke an meine Abonnenten. Danke an alle, die mich bis hierhin immer unterstützt haben. Danke an alle Pusher, Promotion-Leute, wie auch immer. Danke auch, muss ich an dieser Stelle sagen, an einige Let's Player-Vorbilder, die ich habe. Das ist ja auch immer eine schöne Sache, weil du wirst als Let's Player wirst du natürlich auch geprägt von dem Zeug, was du guckst. Ich meine, wenn man jetzt vorwiegend irgendwas guckt, dann das zeichnet sich auch irgendwo auf der Person ab. Also ja, es ist also ja, ich kann an meine Let's Player Vorbilder kann ich wirklich nur auch. Es wird nie langweilig. Unter anderem Gronkh war einer der Leute. Ich habe mir das allererste Mal angeguckt, dachte mir eigentlich, was ist denn das für einer? Was ist das? Was ist das zum Teufel? Hab mir das aber ein paar Episoden angeguckt und dann dachte ich, Alter, du wolltest doch irgendwie Hausaufgaben machen, warum sitzt du jetzt noch vor dem PC? Also, nee, das ist auch dieser Unterhaltungswert und die Leute, die einem das erstmal näher gebracht haben, vielen Dank, einfach danke an euch alle. Und ich hoffe, wir sehen uns auch die nächste Zeit. Ja, auf die nächsten 100 würde ich sagen. Auf die nächsten 100 stoßen wir an mit Multivitaminsaft. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Euer Krangus und ein dickes, fettes Dankeschön an euch. Ihr seid die Besten. Glaub ich zumindest. Macht's gut.